Geil. Aber was ist denn hier drinnen? Hui! Gegner! Oh, wir hätten einen Schlaghammer mitnehmen sollen, ey. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren... Ist da jemand anwesend? Synthläufer? Oh. Oh shit. No? Super. Traum. Mega, mega, mega gut. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass wir Wahrnehmung... Ui, Gegner. Skillen sollten. Ich will da jetzt nicht reingehen. Ich gehe da mal nur kurz gucken. Raider, Raider, Raider. Diese Ablenkungsmanöver ständig. Ständig wird man von irgendeinem Scheiß abgelenkt. Die kann das alles nicht mehr. Warum ist es so? Ich möchte doch einfach nur meine Hauptquest machen. Erstmal. Und dann Step für Step die Nebenquests. Lassen wir uns mal nicht ablenken, wie werden das? Total neues Spielgefühl. So, wir schleichen uns da rein, Freunde. Oh, ich muss auf ein Klo. Aber vielleicht, ich bin nur immer auf einem sauguten Weg. Also ich habe jetzt schon 10 Kilo ab, ungefähr 10 Kilo, 9,5 abgenommen. Also ich ziehe das durch. 100%. Komm her. 100%. Was ist das? Irgendwas explodiert gleich. Lauf doch. Ups. Okay, das explodiert ja trotzdem. Das hat Gegner mitgerissen, aber auch mich, ja. Warte mal, haben wir irgendwas? Na, wir haben nichts, gell? Ihr Schweine. Die sind so genial. Ich mag das schon gern. Ich finde die cool, die Typen mit den Mini-Atombomben unterm Arm. Wieso wogelt denn der so? Macht immer wieder gesund? Das macht mich nervös. Und? Maulwurf, Mutantenhund? Yo! Das Fleisch nehmen wir mit, da können wir kochen. Sind da jetzt lauter Supermutanten drinnen oder wie? Wir müssen ja sowieso rein, gell? Jo, gehen wir rein. Aber auf engen Raum und diese Mini-Atombombenträger, das ist jetzt, das könnte ein bisschen tricky werden. Oh, da könnte man den Flammenwerfer rausholen. Wollen wir den holen? Oh, ich verstehe die Frage nicht. Lassen wir es mal. Schauen wir mal. Vielleicht ist da eh nichts Schlimmes herinnen.
Die Ruhe vor dem Sturm? Ja, wenn nicht, dann holen wir den Flammenwerfer, den wir da bekommen haben in dieser... Ach komm schon. Warum? Versteht es gar nicht. Voll daneben. Ah, das ist ein Repetierding. Es brennt, das ist ja trottelhaft. Ah ja, macht gar nicht so wenig Schaden. Okay, vergiss es, das Ding muss weg. Ihr habt sie recht, gehen wir in den Nahkampf. Ich finde hier null. Wird schon verlaufen. Was? Schon Angst? Aua! Ich sehe nichts. Uah! Bin wie Flash, Freunde. Lauf da voll durch. Ja, warum der Nahkampf so stark ist, oder? Irre eigentlich. Ich meine, finde ich gut, aber irre. Irgendwo ist es irre. Dieses Mistding so stark ist. Da sind nur so viele Gegner hier. Denkt, wie zielt der so gut? Ja, zu Recht, Freunde. Ich denke mir dasselbe. Denkt man ständig, wieso ziel ich so gut? Eichhörnchen am Stiel. Da sind noch immer viele Gegner. Aber viele Gegner bedeutet ja in Wirklichkeit nur viele Erfahrungspunkte. Das ist ja gut. Gehen wir da mal runter. Okay, du gehst vor mir runter. Gehen wir doch rauf. Gehen wir darüber. Ach Mann. Wir speichern, das ist eine gute Idee, ja. Zeitverschwendung. Hier so langweilig nichts tun. Was ist? Wer da sein? Du bist so schlecht. Das gibt's doch einfach gar nicht. Für was gilt denn überhaupt was? Aber das Schlimme bei Hulk ist, dass es noch einmal massiv bergab gegangen ist, wie er zu Professor Hulk geworden ist mit Hulk. Also Wahnsinn, dass der gegen Thanos ja überhaupt gar nichts mehr reißt. Das war ja schon ein bisschen traurig, muss man ehrlich sagen. Also mein, ich habe früher
habe ich Marvel geliebt. Ich meine, wirklich 10 Jahre lang. Also das ist nicht so, dass die... Oh yeah! Oh. Oh oh. Oh shit. Aber ich hätte, wir hätten den Flammenwerfer nehmen sollen, Freunde. Mutiert? Ist nicht gut. Hallo. Wow, wow. Ui, 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 ui. Aber mittlerweile finde ich halt Marvel gar nicht mehr so geil. Hm, schade eigentlich. Wo denn? Wer denn? Oh, du! No, 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 no. Ich weine. Du bist scheiße. Aua! Alla. Mach den doch kaputt! Er macht mich kaputt. Er macht mich kaputt. Ich mach ihn kaputt. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Nachtsicht. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist bei dem Ding. Sind wir fertig? Na, an gibt's noch mindestens. Ah, da drüben. Da geht's halt hoch. Da sind noch mehrere. Gegner? Gehen wir da mal rein. Hallo. Bin verwundert und erstaunt. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Dass wir im Nahkampf so stark sind. Easy. Boah, das ist so krank, ist das. Dass man im Nahkampf so stark wird. Ich finde das mega. Wirklich, ich finde das so cool irgendwie, aber irgendwie auch komisch. Dies auf den anderen. Ich stirb, ich stirb, ich stirb. Oh je, ich stirb trotzdem. Wow. Ah, da. Oh yeah, oh yeah. Was war das schon wieder? Knochen braucht man nicht, nehmen wir trotzdem mit. Da liegt irgendwas Cooles drinnen. Jan. Injektor! Endlich mal was Vernünftiges. Das Ding wollte ich schon länger mal kaufen. Wo haben wir es denn? Wo ist es denn? Impro-Injektor. Mein, wie blind. Da haben wir nichts. Das müssen wir ausprobieren. Der ist unter mir. Oh, wer ist da? Ach, das ist der, der in... Oh! Jetzt weg. Schade. Na, schau her. Ja, Freunde! Den holen wir raus. Den ziehen wir raus und den holen wir raus. Das ist gut. Ja, lecker. Oh, Fleisch nehmen wir mit. Dann reden wir nur mit dem Kollegen hier. Hi. Bitte. Hi. Du musst mir helfen. Da unten liegt Munition. Hinten. Keine Sorge. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh mein Gott, danke. Verschwinden wir. Gehst du mit mir? Oha, Klammer, nicht Munition. Okay, okay. Wir speichern. Du gehst echt mit? Das finde ich jetzt super. Voll cool von dir. Ich möchte nur gucken. Dass wir jetzt hier nichts übersehen. Wir haben ja nichts gelootet. Wir haben bis jetzt nur die Gegner weggeballert, ne? Ui, hallo. Wir haben mittlerweile super viel 10mm Munition. Das ist ziemlich nice, weil die 10mm Munition, die macht echt dicke Löcher, Freunde.
Also mehr als wie die 9mm, ja. Ihr versteht's, was ich meine, gell? Ah, da schaut, da geht's gleich direkt weiter, Freunde. Mit den. Boah, viele, viele Kugeln hier. Ah, was ist hier passiert? Egal. Ich möchte nichts übersehen, da werde ich wieder ausgebuht. Superschwere. Das ist natürlich klug fürs Inventarmanagement, so superschwere. Kann man mal was trinken. Es hat genau nichts gebracht. Oh doch, aber wenig. Aber wurscht, wir haben genug Wasser. Weil es gibt ja keine Stromversorgung hier, aber es gibt immer Wasser. Ihr versteht's, was ich meine, gell? Absolut richtig. Ja, ich gebe euch jetzt noch 4 Minuten, Freunde. Und in den 4 Minuten werde ich jetzt hier noch die Welt befreien und ein bisschen looten und versuchen zu... Das Schloss sieht stabil aus. Come on, ich bin da schon voll drin hier. Warum darf ich da nicht rausgehen? Wo ist der Gegner? Unter uns. Ohren mir wieder spielen Streich. Hey, ich möchte voll looten. Gehen wir da mal kurz lesen. Ich möchte nur looten und schießen. Beleuchtung ein. No, da hätten wir ein bisschen... Ach, das haben wir übersehen. Schade. Für was wir das jetzt eigentlich öffnen, da müssen wir eh nicht mehr rein. Na gut, einfach nur für die... Au, da können wir, die können wir nur looten. Das Geräusch da, was das sei. Voilà. Ah, oh. Augen auf. Wohl nichts gewesen. Wieso übersehen wir da so viel? Das stimmt mir traurig. Ah, da sind wir, da war ja nichts mehr. Aber da müssten wir, müssen. Zero Sight. Uah. Boah, krass. Wie Spider-Man war. Wunderschönen guten Morgen. Hi. Wie geht's? Boah, hier ist nichts. Ja, wir müssen da noch ein bisschen looten. Hey. Ich hab da sicherlich einiges übersehen. Wie schaut es inventartechnisch aus? Ach, nicht einmal die Hälfte. Safe Jobs, Good Jobs. Hier. Ich kann Supermutanten riechen. Vor mir, yo. Ich glaube, eine Stunde muss ich los, meine Brille abholen. Nice! Was? Oh, sag ja. Nahkampf ist echt nice. Ja, ich muss in einer Dreiviertelstunde beginnt mein Dienst. Ich muss auch gleich los. Also ich bin wirklich schon quasi weg. Wollen wir unser Glück probieren? Echt jetzt? Kann man das öfter probieren? Hm. Also ich bin quasi schon am Flug. Ich habe das Gefühl, der macht immer das Gleiche. Aber hat das verschiedene Auswirkungen? Nur ja oder nein? Ich glaube, das kommt am Glückswert drauf an. Kann das sein? Hi. Also, hallo. Ach. Das ist der Grund, warum ich nicht Lotto spiele. Ich wollte mich nicht niedersetzen, ich wollte mir eigentlich gar nicht. Nein, oh, hallo. Schade. Cool. Ja, aber es ist trotzdem wieder wichtig, dass wir uns hier fast überall umschauen. Ich mag ungern Dinge übersehen, aber ich möchte auch nicht wieder alles looten. Ein paar Hände, nice. Vor allen Dingen brauche ich ja nur Zeug, damit ich meine Siedlungen ausbaue. Kugel. Hereinspaziert, hereinspaziert. Ah, check. Oh Mann, Leute, ihr habt echt ein geiles Timing. Boah, mir erschrocken. Prinzessin Mononoke. Wunderschönen guten Morgen. Check. Ah, mein Herz. Gottes Willen. Was könnt ihr mit mir nicht machen? Danke vielmals. Oh Mann. Es ist echt
super geil, aber das Timing, ich muss arbeiten. Also nicht hier, nicht im Ödland. Ich muss außerhalb vom Ödland. Danke vielmals. Habt ihr auch Fallout gespielt? Seid ihr weiter, was nicht schwer ist. Hab ich so schreckhaft. Ui. Drug Gateway Theory? Oh Mann, diese Nicknamen. Manche muss man da echt dreimal hinschauen. Nein, Gothic tatsächlich. 1, 2 oder 3? Oder Mods? Gothic haben wir alle durch. Und erst vor einem, zwei Jahren? Gothic ist mega. Manche mehr, manche weniger. Zwar Legend of Mod quasi, oder? Absolut, das ist mein erster Run tatsächlich. Und den habe ich vor der Serie gestartet, ohne zu wissen, wie die Serie wird. Und wir spielen Vanilla ohne Mods, weil ich zu doof bin und das Next-Gen-Update vielleicht da sogar einen Strich durch die Rechnung macht. Ah, na, muss ich echt wieder zurück? Wo war denn das jetzt? Ah, das war eh da drunten. Drinnen, hier. Ich möchte das Ding, ich möchte wissen, was man da bekommt. Gerade wieder Fallout 4, nice. Ich hab drei gesuchtet. Dankeschön, Prinzessin Mononoke. Drei gesuchtet. New Vegas war pure Liebe. Ein Fan-Mod. Oh, dankeschön, Drug Gateway. Ich muss bei Jackie vorbei. Warte, ich muss kurz Jack Follow drücken, weil sonst übersehe ich das, wenn er streamt. Und das kriegst du zurück. Sorry. Oh, hier raus tappen ist nicht gut. Sorry, Freunde. Das macht man immer. Aber sonst vergiss ich das. Gibt super viele. Mein Bruder hat jetzt... Ach, wie heißt denn die? Ach, Archeus. Acholos? Du weißt, was ich meine, gespielt. Ja, nein, ich mag das trotzdem. Acholos, ja, jawoll, habe ich doch gewusst. Und ich mag das gerne, was zurückgeben, wenn man was kriegt. Aber es ist wirklich leider so, dass ich muss um 9.30 Uhr meine Schicht beginnen. Und wie lief's? Wenn du mit so vielen Leuten darüber kommst, muss es doch super laufen. 34 war mein erstes Spiel on Stream im Jänner. Hm. Sagst, läuft bei dir? So generell. Aber macht das Spaß. Ich habe nur leider Gottes aktuell keinen Zugang zu Gothic. Aber wir haben damals schon Gothic gespielt. So wie mit Witcher. Bevor ich Witcher 3 gespielt habe, habe ich Witcher 1 und 2 gespielt. Und das Geniale ist, dass man da echt die Steigerung sieht, wie Gothic auch die Steigerung. Gothic 1 bis 3. 3 ist halt ohne Patches, Community Patches ein bisschen schwierig. Na, haben wir vorher diskutiert über diesen Move. Ja, das machen wir nicht. Hast du aber jemanden in deiner Freundesliste, wo sich ein Raid lohnt, Jack? Absolut. 3 war leider Gottes nimmer das, was... Da gibt es super geniale Videos auf YouTube, wo man sieht, was 3 eigentlich alles verkackt hat. Ja, dass man nach 1 und 2 nachher wieder wo beginnt, wo man niemanden, wo einer, wo man, wo alles, was vorher passiert ist, nichts mehr wert war und so weiter. Habt ihr bitte jemanden für mich? Ich kann nicht, ich muss wirklich, ich muss mit dem Fahrrad fahren, was nicht schlimm ist. Und ich würde gern zu jemandem raiden, der es verdient hat. Vorschläge, Wünsche, Beschwerden nicht. Da haben wir keine Zeit dafür, für Beschwerden. Alle offline. Oh, ihr könnt weinen. Bitte, bitte. Das ist super, super, super lieb, Jack. Wirklich ganz, ganz lieb. Ich habe lange Pause gemacht, aber ich war früher ein bisschen größer beim Streamen. Das ist übrig geblieben von meiner Pause. Wir brauchen jemanden, wo wir hinraiden. Der Chef streamt selber. Mein Chef sitzt bei mir im Chat. Na, Spaß. Was machen wir denn? Wo wollt ihr denn hin? Sagt's was, Freunde, bitte. Goldmining für den Abend? Streamt niemand. Ach, das brennt gerade ein bisschen. Das ist echt schade. Es tut mir leid. Wirklich. Da machst du nichts. Bei mir ist alles offline. Aber viel ist es nicht, aber wenn niemand vormittags Bock zu streamen oder Zeit, vermutlich eher, gell? Daran wird scheitern. Ares. Genial. Ares ist pure Liebe. Der ist wirklich cool. Aber da, wurscht.
Ich wünsche euch was. Jack, wir lesen uns. Danke vielmals. Alles Gute in Gothic. Und wir sehen uns am Abend um 18.30 Uhr wieder beim Mining. Gold Mining, ja. Ja, morgens ist immer schwer. Es tut mir wirklich ehrlich leid. Ja, aber danke vielmals. Und ich habe mich voll erschrocken. Ja. So, habt einen wunderschönen Dienstag. Morgen ist Feiertag. Genießt es. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, ja. Tschüssi, Baba.